Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Cold Waters. Wir spielen heute eine weitere Single Mission. Die Mods habe ich übrigens, beziehungsweise die Mod habe ich wieder rausgeschmissen, weil durch diese ganzen neuen Einheiten, die dazugekommen waren, das ist zwar eine ganz feine Sache prinzipiell, aber dadurch, dass das Game, glaube ich, einfach nicht dafür konzipiert ist, dass es überhaupt so viele Einheiten gibt, ist das die Zielerkennung mit dem Horchgerät ziemlich mühselig. Also man muss sich da einfach durch viel zu viele Einheiten durchklicken und das hat mich ein bisschen genervt. Von daher spielen wir jetzt wieder das beinahe Vanilla Game. Ich habe einen Grafikmod installiert, den zeige ich euch dann gleich, wenn wir auf See sind. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir hier noch haben. Was haben wir da? In the presence of wolves. Okay. On a routine barrier patrol, you make contact with a wolf pack of diesel electric sub trying to break out into the western approaches. Okay. Da müssen wir U-Boote finden. Ich würde aber heute ganz gerne, wir haben ja dieses Duell das letzte Mal gemacht, das spielt 68. Da wird unsere Karriere, also unsere Kampagne dann aber nicht spielen. 12. Juni 1984. Massive Oscar-Class Cruise Missile Submarine is attempting to sneak past NATO SW Barrier Patrols and escape into the North Atlantic convoy routes. It likely has a potent attack submarine escort, so don't be reckless. Mhm. Da müssen wir einen Oscar finden. Das sieht schon ein bisschen interessanter aus hier. Auch 84. A Sturgeon Class SSN encounters a massive Soviet surface strike group. The North Cape, the centerpiece of the group, is a very fast stream Hero class battlecruiser. Primary objective, penetrate the group's ASW defense and sink the Kirov. Das ist eine interessante Mission, Leute. Da müssen wir einen schweren Kreuzer der Kirov-Klasse versenken und vorher die U-Boot-Abwehr. Und unser Secondary Objective ist dann schon einfach nur Überleben. Das hört sich interessant an, das werden wir machen. Wir können jetzt hier gar nicht großartig uns ein U-Boot aussuchen. Wir sind auf einen Sturgeon Class Submarine festgelegt. Wir kommandieren die USS Pargo SSN 650, ist der NATO-Code. Congratulations, ich bedanke mich an dieser Stelle an das Vertrauen, das mir das Navy-Oberkommando entgegenbringt. So, dann gucken wir mal an, was unser XO zu sagen hat. Erfahrungsgemäß brauchen wir jetzt bei einer Mission keine 8 Schiffsraketen. Ich nehme lieber so, und dann können wir noch einen Torpedo mitnehmen. Das ist doch ganz gut. Mach das lieber so. Also, dann gucken wir mal. We have a new sonar contact bearing 122 designated Sierra 1. XO reports our depth is 308 Fuß tief. Unser Kurs ist 170. Unsere Geschwindigkeit sind 5 Knoten. Das heißt, wir sind schon auf Reichfahrt, Local Conditions. Es ist klar, wir haben eine leichte Brise. Wir haben ein Moderate Thermal Layer at 112 Fuß. Okay, das ist schon mal gut, auch wenn es nur ein Moderate Layer ist. Moderate Surface Duct. Ist das... Kann das sein, dass das die Geräuschkulisse an der Oberfläche ist? Ich weiß es nicht. Müsste ich dann irgendwie nächstes Mal nachgucken, was das genau bedeutet. Okay, wir gehen auf Gefechtsstation. On sonar, new contact. Bring ship for ultra quiet. Okay, so, und zwar die Mod, die ich installiert habe. Con Sonar, new contact bearing 141, designated Sierra 2. Okay. Das ist immer so blöd bei dem Game, matcht YouTube das immer so fies zu. Also man hat hier so in-game auch so leichte Farbstufungen, also es ist kein sauberer Farbverlauf von diesen Blautönen. Und bei YouTube ja, wird das irgendwie exponentiell schlimm, wenn da jemand eine Ahnung hat, was ich beim Rendern oder so irgendwie anders machen könnte, dass das besser wird. Kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben? Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Da hat einer was von Upscaling auf 4K
erzählt, aber das werde ich nicht machen. Ich habe so eine scheiß Leitung, da lade ich irgendwie 2 Tage. Oh, jetzt wird hier gepinkt, da müssen wir ganz dringend was tun. Okay, wir haben eine Entfernung von 10.000 Yards. So, wir werden jetzt erstmal das aufklären, das Ziel, also beziehungsweise. Das scheint die Eskorte zu sein. Ja, und das war mit der Mod, die war ja ganz nett, dass da ein paar Schiffe dabei waren, aber auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so, dass das irgendwie original amerikanische Schiffe waren, sondern das waren halt russische Modelle gewesen, die schon im Game vorhanden waren. Okay. So, jetzt gucken wir uns mal an. Wir haben hier die Ping ja auch aktiv. Wir gehen mal wieder auf unser U-Boot. Active, da ist die Chance sehr gut, dass die uns entdecken. Oh, scheiße. Make depth 150 feet, dive by. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir gehen jetzt erstmal auf eine Tiefe von 150 Fuß. Wir haben eine Thermalschicht von 112 Fuß. Ich gehe trotzdem nochmal hier gucken. Na, also passiven Sonar ist es bei minus 21. Wie gesagt, wenn das auf 0 steigt, dann ist die Chance doppelt so groß, dass die uns erwischen oder der Sonaroffizier findet uns doppelt so schnell. Na, dann. Das bedeuten soll auf jeden Fall, müssen wir einfach darauf achten, wenn der Wert auf 0 ist, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass wir entdeckt werden. Beim aktiven Sonar und die pingen gerade aktiv. Ich werde jetzt erstmal das Ruder hart nach Backbord legen. Die pingen gerade aktiv, das heißt, auch da ist die Chance ziemlich gut, dass die uns entdecken. Oder ist noch ein dritter Kontakt, der ist hier. Der pingt hier. Die scheinen hier gar nicht zu pingen. Jetzt werden wir den nochmal schnell identifizieren. Ups. Das sieht gut aus. Das locken wir so ein. Das passt auch. Okay, wir sind auf 150 Fuß. Wir steigen aber noch ein bisschen. Ich lege jetzt hier den leichten Ballast nach oben trimmen. Werden wir ganz langsam steigen. Ein bisschen. Also mit den tiefen Rudern, da verändert man auch den Winkel, in dem das U-Boot steht. Consonar Sierra 3 is classified as escort. Oh, das war zu viel. So, und zwar, ich mache das aus folgendem Grund. Ich will ungefähr so auf 140 Fuß. Ah, da haben wir einen sehr guten Kurs schon. Ja, na doch. Das ist doch gut. Sind wir ungefähr 139. Das sind 27. Ne, wir machen noch ein bisschen. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. Legt das Ruder noch weiter nach Backbord. Dass wir den Bug ein bisschen weiter drehen noch. Ja, wir gehen auf 145 Fuß. So. Con Sonar lost contact. Sierra 3. Last bearing 117. Contact faded. So, jetzt haben wir hier den Kontakt verloren. Das hat folgende Bewandtnis. Wir haben uns jetzt hier direkt unter diese Thermalschicht gelegt und der Schall im Wasser, der pflanzt sich nicht gleichmäßig fort, sondern durch unterschiedliche Temperaturschichten pflanzt er sich unterschiedlich schnell fort und wir sind jetzt im sogenannten Shadow, also in der Schattenzone. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel diesen Conditions. Ups.
Müsste das, seht ihr? Das ist jetzt besser geworden, ne? Wir haben jetzt hier minus 17 für aktives Sonar. Das heißt, der pingt hier aktiv nach uns, kann uns aber trotzdem nicht finden. Das liegt daran, weil sein Sonarimpuls, also wenn man, hier ist ungefähr der Sonarsensor, das heißt, er pingt in diese Richtung, in diese und diese. Das, aber das geht nicht wie ein gerader Strahl einfach so weg, sondern hier unten knickt er so leicht ab und geht hier runter. Und je weiter der Strahl nach vorne geht, irgendwann wird das reflektiert von der Schicht. Und dotzt dann hier oben drauf, dotzt wieder runter und geht dann hier irgendwie rein. Und so kommt es halt, dass ungefähr in so einer Zone hier ein Schatten ist, in der die uns nicht hören können. Aber auch wir haben jetzt hier eine schlechtere akustische Ortung. Deswegen haben wir die Kribak hier verloren. So, und wir werden jetzt hier auf jeden Fall einen Täuschkörper-Torpedo laden. Und ich... So, ich werde jetzt auch nochmal... Drehen uns jetzt mal wieder nach... nach Steuerbord. Das Gute ist auch, wir sind hier im Fahrwasser fast, ne? Also, wir haben so im Winkel von der 180-Grad-Achse aus in 60 Grad in beide Richtungen, können die extrem schlecht orten akustisch. Einfach weil die Schrauben so viel Geräusche imitieren, dass die da ja fast, also akustisch blind sind. Con, Torpedo Room, Tube 4 ready. Na, also obwohl wir jetzt nicht so tief sind, sind wir hier echt super versteckt. Na, minus 50, das ist top. Also. Und wir haben den Vorteil, wir können jetzt hier eine Waffe abfeuern und feuern das in die Geräuschemissionen quasi von der Cresta. Und die werden das ganz, ganz spät mitbekommen, dass ein Torpedo auf dem Weg zu denen ist. Wir müssen aufpassen, müssen. Wir haben den jetzt, ne, also wir haben ja feiner diesen Kurs hier. 160 und zeigen den jetzt halt eine ziemlich breite Seite von uns. Das ist ziemlich gefährlich. Ups. So, deswegen legen wir jetzt Ruder wieder hart Backbord und drehen den Bug wieder zum Gegner hin. Dann haben wir hier auch eine wunderbare Feuerleitlösung. Also was heißt Feuerleitlösung, aber ein Kurs. Ich werde versuchen, jetzt die beiden Schiffe hier zu versenken. Das ist ja eigentlich unser Ziel, aber um die kümmern wir uns dann, wenn die Eskorten weg sind. So, wir gehen ungefähr auf dann 090, würde ich sagen. Und ich kann mir das auch hier direkt so machen. Ja, wohl ein bisschen mehr machen. Come left to 096 Helm I. Dann müssen wir uns da nicht selber drum kümmern. Ja, das ist ein, hier ist ein bisschen, das ist okay, die fährt auch langsam, ne? Oh, die hat richtig gestoppt. Okay. Das ist interessant. Das ist doch bestimmt unser Ziel. Habe ich das vielleicht... Doch, Kirov war unser Ziel, ne? Oder war das die Kribak? Jetzt ist jetzt gerade... Ne, ich glaube, das ist unser Ziel hier. Ich werde trotzdem auch auf die Eskorte schießen. Helm, steady course. Okay. Ah, ein geiles Schiff, ne? Extrem schönes Schiff ist das. So, der. Okay. Wir werden Rohr 1 jetzt schießen. Sir.
4. Aye, sir. Gon, fire control, we've lost the wire. Gon, fire control, we've lost the wire. Gon, sonar, regain. So, dann gehen wir jetzt richtig auf Tiefe. 3, bearing, 1, 1, 3. Die haben direkt einen Torpedo abgeschossen. Aber ich glaube, dass der auf unseren Täuschkörper Torpedo geht. Ja. Die haben den Abschuss geortet. Vor allen Dingen denke ich mal, dass sie den Täuschkörper Torpedo geortet haben. Und zwar die Mod, die ich installiert habe, die verschlechtert hier ein bisschen die Sicht unter Wasser. Weil, also, das sah einfach auch so krass nach Wüste aus irgendwie. Passing 400 feet. Make depth 6. Bin ja auf Maximaltiefe quasi. Naja. Er geht auf den Täuschkörper-Torpedo. Ist richtig? Ja. Con Sonar. Torpedo in the water. Torpedo in the water. Bearing 0, 9, 7. Der sollte uns doch nicht. Der geht auf Tiefe. Make turns 4. Make turns 4. 2, 5 knots. Maneuvering eye. Passing 600 feet. Passing 600 feet. Aus dem Suchbereich von dem Torpedo raus. Das Problem ist, dass der jetzt im Kreis sucht. Tiefe. Ja, das ist eine gute Tiefe. Oh oh, nicht gut. Vergessen, die Waffen nachzuladen. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Passing 600 feet. Damn it. Ring ship for ultra quiet. Passing 500 feet. Das ist nicht gut. Naja, wir gucken mal. Ja, man sieht jetzt halt wirklich nicht mehr so weit. Ne? Das hat halt den Effekt, dass es nicht mehr so leer aussieht. Das war ja mal so eine richtige Wüste. Ich glaube, ich hatte das in der letzten Folge auch bemerkt. Ja, da werden Wasserbomben geworden. Okay. Con, fire control, weapon countermeasure homing. Ah, lädt er nicht nach? Ja, was ist denn da los? Con, fire control, weapon countermeasure homing. Con, sonar, noisemaker, bearing 0, 6, 7. Geiles Schiff, echt. Das ist geil. Hier ist Senkrechtstarter. Con Sonar, Noisemaker, Bearing 1, 0, 3. Sehr gut. Wir gehen wieder auf Tiefe. Con Sonar, Lost Contact. Sehr gut. Sierra, one. Weiter Treffer. Last Bearing 0, 6, 2. Contact breaking up.
Das ist sehr gut. Jetzt haben wir hier aber einen Torpedo, den wir verteidigen müssen. Ach, was denn das wäre? So. Ah, der braucht noch ein bisschen, bis der nachgeladen ist. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Also, wir sind jetzt hier mit der Kirov alleine und die sollten wir eigentlich schaffen. Ich glaube auch nicht, dass die wissen, wo wir sind. So, ich werde trotzdem mal einen Flugkörper laden, vorsichtshalber. Torpedos schon mal. Okay. Das ist immer noch unser Täuschkörper-Torpedo, sehr schön. Dann werden wir gleich den nächsten abschießen. Dann bleiben wir aber noch auf Tiefe, dann locken wir den in die Tiefe und legen uns dann wieder unter die Thermalschicht und bekämpfen dann die Kirov. Torpedo ist gleich geladen. Gehen wir mal auf Tiefe. Con, Torpedo Room, Tube 3 ready. Come right to 115, Helm I. Passing 500 feet. Irgend so nah hat er was aufgefasst. Ich hoffe mal, das sind nicht wir. So. Shoot 2-3. Aye, sir. Wir werden ein bisschen Gas geben. So ein bisschen schneller an die Oberfläche kommen. Maneuvering eye. Passing 500 feet. Make turns 4. 1-5 knots. Maneuvering eye. So mit. Passing 400 feet. Mit der Fahrt, die wir da jetzt gerade machen, können wir bis 200 Fuß ungefähr, bevor wir hier kapitieren. Passing 300 feet. Ich will schneller. Ship for ultra quiet. Ich will schnell an die Oberfläche. Aber nicht zu schnell. Oh scheiße, das war echt ein bisschen zu hoch. Jetzt gehen wir hier auf Periskop tiefer. Con, Sonar, Torpedo in the water. Torpedo in the water. Bearing 1-1-6. Na gut, das war jetzt nicht gewollt. Sonar, we are cavitating. Oh, ist gut, ist gut. Ist gut. Oh, Alter. Auf Tiefe. Passing 100 feet. Nee, wenn wir so schnell sind, dann können wir nicht, mal keine Torpedos schießen. Nachladen. Passing 300 feet. Passing 400 feet. Con sonar, no longer cavitating. Passing 500 feet. Passing 600 feet. Rig ship for ultra quiet. Con sonar, lost contact. Sierra 2, last bearing 1. 1-6, Contact is in the Battles. Contact is in the Battles heißt, dass er eben hier jetzt in unserem Heck ist und wir den wegen unseren eigenen Schraubengeräuschen nicht mehr hören können. Alter, aber war das knapp. Ja, aber das war mein Fehler irgendwie. Ich habe da manchmal verpeilt, das noch dann auf die richtige Höhe zu gehen. Irgendwie. So, dann, wo sind wir jetzt? Come left to 1-2-0. Was ist detoniert? Unser Flugkörper hat aber anscheinend nicht getroffen. Naja, die Schiffe haben ja auch Abwehrmaßnahmen dagegen, Flugkörper. In der Regel, entweder schießen sie so Aluminiumwolken in die Luft, in der Hoffnung, dass die radargelenkten Waffen halt diese Aluminiumwolken erfassen. Das machen Kampfjets übrigens ähnlich. Und die haben dann oft auch eine Minigun, mit der sie einfach möglichst viel Blei in die Luft pumpen, in der Hoffnung dann, dass der Flugkörper halt getroffen wird, ne? Aber die macht auch ganz schön Fahrt jetzt. Da ist ein Flugzeug.
müssen leider noch ein bisschen drehen, bevor wir die Waffe schießen. Ja, ich wollte mich eigentlich wieder so unter die Thermalschicht klemmen, aber in der Hektik habe ich das verpeilt. Das war irgendwie so schön gedacht. Also ich bin halt dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu schnell gestiegen und ja, wenn dann so Hektik ausbricht, dann, naja. Aber immerhin, wir haben Flugkörper abgeschossen, wir haben den einen Torpedo da erfolgreich verteidigt. Aber das war ganz schön knapp, also einen zweiten Treffer halten wir nicht aus, ne? Ich schau mal. Oh! So, wir werden gleich einen Counterfeuer machen. Shoot 2-1, aye, sir. Gone, fire control, we've lost the wire. Er weiß aber anscheinend nicht, wo wir sind. Ne, habt ihr gesehen? Die Wasserbomben sind hier irgendwie eingeschlagen. Jetzt müsste der auch blind sein, weil wir in seinem Heck sind. Deswegen gehen wir jetzt hier mal auf 150 Fuß. Wir werden selber ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, bis wir schneller auf die gewünschte Tiefe kommen. Na, der ist leider noch nicht ready hier. Das ist ein spannender Kampf, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das aber ihr habt ihr gesehen, ne? Also wie leicht ich dann da irgendwie noch getroffen werde. Deswegen glaube ich, ist das sinnvoll, dass wir jetzt das Let's Play erstmal mit mit so einzelnen Missionen, weil da ist ruckzuck dann so eine Kampagne halt irgendwie eventuell vorbei. Das ist dann halt schon ein bisschen blöd. Passing 500 feet. So, wir korrigieren ein bisschen den Kurs von dem Torpedo. Der ist jetzt aktiv geworden. Also, wenn dieser Torpedo diesen Wegpunkt hier passiert, dann schaltet er seinen Sonar an und sucht selber aktiv nach dem Gegner. So, wir wollen auf 150 Fuß, da sind wir dann auch wieder auf einer Einsatztiefe für unseren Flugkörper. Nein, trotzdem hier nochmal. Shoot 2-3. Aye, sir. Con, Torpedo Room, Tube 2 ready. Hä? So, das macht er, glaube ich, nicht. Passing 400 feet. So, wir steigen jetzt wieder zum Schnell. Ich darf es jetzt diesmal nicht verkacken. Make depth 200 feet, dive by. Passing 300 feet. Ich hoffe mal, dass es ein bisschen dauert, bis die Kirov den Täuschkörper-Torpedo entdeckt. So. Ja, hervorragend. Hat keine Chance, uns zu entdecken. Seht ihr das? Ich habe nicht aufgepasst, es ist der Torpedo schon aktiv geworden. Ich hätte den gerne noch ein bisschen länger selber gelenkt. Con, Torpedo Room, Tube 3 ready. Mal, der erfasst das Ziel jetzt auch. Naja, der hat immer Suchmuster. Der fährt sein Suchmuster. Also die Torpedos, die aus dem Torpedorohr abgeschossen werden, von einem U-Boot zum Beispiel oder so, die fahren so Zickzack-Muster und diese Kreismuster, das sind Torpedos, die entweder aus der Luft abgeworfen worden sind oder per Flugkörper in unsere Richtung geschossen und dann gedroppt sind quasi. So 146 Fuß, das ist perfekt. Wir sind hier wirklich super versteckt. Können leider nicht mehr Fahrt machen, als wir jetzt gerade machen, weil dann würden wir uns verraten. Wir feuern aber dann eine neue Waffe ab. Con, Torpedo Room, Tube 1 ready. Lädt er den Flugkörper? Shoot Tube 2. Aye, sir. Ich hoffe mal, dass der auf unseren Täuschkörper-Torpedo reinfällt. Dass wir weiter unentdeckt bleiben, aber das sieht ganz gut aus. Also auch die Torpedos, die wird er relativ spät hören. Einfach weil der da in seinem. Also weil die sich quasi in seinem Fahrwasser anschleichen, ne? Oh ja. Ah, ist wirklich ein wunderschönes Schiff, ne? Jetzt dreht er. Sieht so aus, als hätte er aufgeschaltet. Con, Torpedo Room, Tube 4 ready. Das sieht richtig gut aus. Oh, was war das? Wenn eine Waffe explodiert.
Ja, das ist ein super Schuss, ne? Da seht ihr, der macht noch keinerlei Ausweichbemühungen. Khan, Fire Control, Weapon Countermeasure Homing. Okay. Doch, jetzt hat er Gegenmaßnahmen abgeschmissen. Deswegen, ich will den hier möglichst lange lenken. Der Zickzack-Kurs. Versucht jetzt aus dem Suchbereich von dem Torpedo zu kommen. Er dreht jetzt nach Steuerbord. Ah, der Torpedo ist durch irgendwas abgelenkt. Der genauso. Das ist hier explodiert wieder. Die Kirov auch verloren, aber unsere Torpedos anscheinend nicht. Na? Ah, oh, scheiße. Nicht getroffen. So, Bruder hat Steuerbord. Gehen wohl vorbei. Ich habe jetzt keinen exakten Treffer. Okay. Wir haben sie getroffen, aber die ist nur beschädigt. Zack! Auf Zero Tipp gehen. Also ja mal so ein schönes Schiff zu zerstören. Echt wunderschön. Leute, das ist doch mal richtig gut gelaufen. Naja, richtig gut nicht. Wir haben. Oh, 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 oh. Scheiße. Damage control parties. Leader the reactor space. Bleiben auf geringer Tiefe. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier noch ein Flugzeug ist. Auf Periskoptiefe sind, dann fahre ich mal den ESM-Mast aus. Das war doch wirklich eine sehr erfolgreiche Mission. Wir sollten da eigentlich nur die Kirov vernichten und selbst überleben. Wir haben ganz schön viel Wasser im Boot. Ja, das ist natürlich ein bisschen Arcady, ne? Ich sag mal, wenn da so zwei Abteilungen halt irgendwie komplett geflutet sind, dann hast du schon Probleme, da so ein U-Boot wieder an die Oberfläche zu kriegen. Und man kriegt vor allen Dingen das Wasser auch nicht so schnell raus. Ich war ja selbst bei der Marine gewesen. Und wir waren da in Neustadt zur Brandabwehr und Leckabwehr und da geht's schon richtig ab, ne? Bei Wassereinbruch. Wir hatten dann so ein, ich glaube, das ist ein alter deutscher Kreuzer, die ehemalige Köln, glaube ich, die ist da in Neustadt da an die Pier geschweißt, glaube ich, und die haben dann unten in den Rumpf so Löcher reingemacht, die dann auf Wunsch, also quasi geöffnet werden können, so dass man halt Wassereinbruch simuliert, ne, und das nach dem Schrei halt irgendwie Wassereinbruch in Abteilung, weiß ich nicht, 5 oder so, hat es nicht lang gedauert, bis man bis zu den Hüften in eiskaltem Wasser stand und dann da noch Leckabwehr zu betreiben. Das ist schon ganz schön sportlich und es wird noch gemacht tatsächlich wie vor hunderten von Jahren, ne? Mit Holz, Hammer, Säge, okay. Downscope. Raise the ESM mast. Wir haben hier irgendwie noch, fangen hier noch Radarstrahlen auf. Khan, Fire Control, Weapon acquired. Lower the ESM mast. Huch. Torpedo trifft den nochmal. Das ist der letzte, den ich abgeschossen habe. Wo ist er denn? Hm.
Naja. Gut. Repair Party. Wie mache ich das hier so? Damage Control Parties. Lay into the engine room. Oh oh. Alter. Auf tiefer, schnell auf tiefer, Ellie. Ja, wir haben uns getroffen. Scheiße. Ach geil, ja auch mit dem Ölfleck. Gut, letzten Endes, Survive haben wir jetzt nicht geschafft. Ich war einfach ein bisschen unvorsichtig am Ende. Ja, die haben das Zero entdeckt. Ne? Eigentlich hätten wir, wenn wir wieder auf Tiefe gegangen wären, wir hätten uns einfach davon schleichen können, aber... ja, ist ja nicht so verkehrt, das dann in so einer Single-Mission zu lernen und eben dann nicht in der Kampagne scheitern. Ja, ich musste einfach noch ein bisschen mehr sneaky werden, halt, man ist ja immer so ein bisschen killgeil irgendwie und ja, denkt dann so, alles klar, Kirov versenkt, ab an die Oberfläche und Party on, aber ja, U-Boot fahren ist eben noch ein bisschen mehr als einfach nur ein Torpedo raushauen und hoffen, dass der trifft. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir ruhig eure Meinung zu diesem Game, zu diesem Let's Play, zu meinen Fähigkeiten als U-Boot-Kommandant in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auch über ein Like freue ich mich natürlich. Und abonniert doch bitte meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ich bin der Basti, ich bin an dieser Stelle raus und hoffe, ihr seid auf der nächsten Feindfahrt wieder mit dabei. Ciao, ciao. We'll be right back.